Ja, hallo, liebe Just Network Community. Da sind wir wieder bei meinem Let's Play Arena. Nachdem wir uns gestern das Deck zusammengestellt haben, wollen wir heute unser erstes Match bestreiten. Ihr habt ja jetzt schon hoffentlich in die Kommentare geschrieben, wie ihr denkt, dass das Deck sich anstellen wird. Ich habe das ja noch nicht gesehen. Für euch war es ein Tag, für mich gerade mal 2 Minuten, bis ich jetzt wieder auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ja, wollen wir mal schauen, wie weit wir mit diesem Deck kommen können. Wie ihr seht, ich habe am Rand auch die Deckliste für euch eingeblendet, damit ihr auch immer also das momentane Arena-Deck vor Augen habt. Und ich schreibe mich da mal ein in die Warteschlange und schauen, was passiert. Also ich habe ja, ich glaube, in der Pilotfolge gesagt, wenn ich mich jetzt recht erinnere, auch wenn es erst 2 Minuten für mich her ist, dass ich hoffe, so um die 6 Wins mit dem Deck zu schaffen. Schau mal, ob ich das schaffe. Ich versuche eigentlich, wenn ich Arena spiele, immer mindestens 5 Wins zu erreichen. Klar, man versucht immer natürlich mehr. 7 wäre optimal, da man dann Gewinn macht. Aber wenn man jetzt 5 Wins schafft, dann bekommt man eben meistens in der Regel 50 Gold. Und dann hat man auch quasi das, als hätte man sich ein Pack gekauft und hatte halt noch die Chance auf mehr. Okay. Also, ich werde hier die Nachtklinge und den Ogermagier wegwerfen. Murloc ist okay als Turn-2-Play. Ja, Ogermagier heben wir uns vielleicht für später auf, wenn wir Spell-Damage brauchen können. Die Nachtklinge ist jetzt einfach noch zu hoch in den Mana-Kosten. Das Wasserelementar könnten wir jetzt auch wegwerfen, aber ich behalte es, weil ich die Coin habe. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ja, gerade auch jetzt, das muss ich wirklich überlegen, werfe ich vielleicht den Juggler raus, Runde 1. Nee. Denn ich habe Angst, dass vielleicht auch ein SDM oder sowas kommen könnte. Aber ich werde mit der Coin jetzt den Murloc einfach mal raushauen. Ich habe ja Runde 2 quasi ein Follow-up-Play mit meinem Messer-Jongleur. Dann ist das okay. Ich habe jetzt auch eine schöne Kurve noch. 2, 3, 4. Dann passt das. Melde mich zum Dienst. Okay, er entscheidet sich, mir ins Gesicht zu hauen. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau von ihm. Ich kann jetzt einfach traden und meinen Jongleur auf ein schönes leeres Board legen. Jongleur immer ganz nett gegen Paladin, vor allem wegen der Hero Ability. Na, schauen wir mal, was kommt. Ja, was macht er? Taurenkrieger, okay. Ist jetzt nicht so ideal. Da müssen wir unseren Jongleur reinopfern. Ja gut, wir haben jetzt, also wir könnten es versuchen, einen Murloc zu legen und noch den Mana-Würm, aber das ist ja wirklich dreimal 50%. Die Chance ist dann doch relativ gering. Dann versuche ich jetzt lieber einmal noch den Helden zu treffen, dem Jongleur, und anschließend an den Tauren umzuhauen. Okay, genau das ist passiert. Super. Wir haben 4-3 auf dem Feld. So, jetzt ist Runde 4. Jetzt könnte uns natürlich ein True Silver Champion vorstehen. Entschuldigt, ich habe zwar gesagt, ich will es mit den deutschen Kartennamen versuchen, aber ich sage sowieso automatisch immer die englischen, also bitte verzeiht's mir. Ich habe ja den deutschen Client, also seht ihr ja dann die Kartennamen dementsprechend auch auf Deutsch. Nicht mit mir. Okay. Bubble Guy, der Argent Protector. Wie begegnen wir dem Ganzen jetzt am besten? Ich würde sagen, mit einem Ping. Und legen noch den Murloc. Kein optimaler Zug, aber immerhin ist die Board Control auf unserer Seite. Schauen wir mal, was der Paladin dafür eine Antwort dafür hat. Eine Weihe wäre jetzt natürlich schlecht, also eine Consecration. Ja, ihr seht, ich vermische es irgendwie immer wieder. Seht mir das bitte nach. Ich werde versuchen, das irgendwie abzustellen, aber ich kann für nichts garantieren. Na toll, ein Segen der Könige. Oh, er ist gierig. Und dafür wird er jetzt bezahlen.
Denn wir können jetzt den Mana-Wurm spielen, wir haben 5 Mana. Und hauen dem genau 6 Schaden rein, erhöhen damit noch den Angriffsschaden von unserem Mana-Wurm. Und können noch 7 Schaden auf den Hero machen. Ja, jetzt wäre eine Consecration mal ganz gut für ihn. Ansonsten sieht es langsam ein wenig schlecht aus. Okay, nur Heldenfähigkeit. Kommt noch ein Segen der Könige. Er überlegt. Segen der Könige könnten wir aber auch ganz einfach beantworten mit einem Feuerball. Okay, das hier wird ein Holy Light. Oh mein Gott, das hier wird aller Voraussicht nach ein Heldenopfer sein. Schauen wir mal nach. Nee, das ist Redemption. Nee, dann weiß ich nicht, oder ist vielleicht Eye for an Eye. Da ich eh meine Heldenfähigkeit benutzen werde. Nee, okay, dann ist es das. Setze die HP. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Redemption. Nee. Ach, keine Ahnung. Setze die HP. Repentance heißt es auf Englisch. Setze die HP des ausgespielten Dinos auf 1. Aber. Pff, ja. Das sind die Möglichkeiten. Buße heißt es. Okay. Das war jetzt nicht so schlimm für uns. Wir hätten natürlich können unseren 1-1er behalten. Ja, ich hätte besser den 1 weggepinkt. Ja, das war ein kleiner Fehler. Okay. Der hat Massive Heal eingepackt. Also der Fehler, den ich meine. Ich habe ja mit meinem Murloc den 1-1er Rekruten erledigt. Dann hätte ich eigentlich können auch mit meiner Helden-Ability wegpingen können und dann angreifen. Wäre es bei iPhone Eye trotzdem nur bei einem Schaden geblieben. Und ach wie schön, wir topdecken noch ein Fireball. Ich will den Jäger nicht legen, ich habe Angst für einen AOE-Effekt und will lieber noch ein paar Kreaturen auf der Hand sammeln, falls einer kommen sollte. Das sieht eigentlich ganz gut aus, wir haben die Bordkontrolle, Lebenspunkte-Vorteil. Er hat zwar eine Handkarte mehr, ist aber auch vor uns dran, also wir ziehen da gleich mit ihm. Und haben noch das dickere Board. Oh mein Gott, er hat Holy Light nochmal und ein Light's Justice. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, entweder hat der Kerl hier einen schlechten Draft gehabt oder noch nicht so oft Arena gespielt, denn zwei Holy Light und eine Light's Justice, das sind eigentlich Sachen, die pickt man relativ selten. So, den pingen wir jetzt einfach wieder weg. Hauen eben mal schön 9 ins Gesicht und jetzt frieren wir ihn noch ein. Also, nee, es kann eigentlich nichts mehr retten, außer ein dicker Tank. Selbst eine Weihe würde die beiden stehen lassen, es wären dann 8 Schaden. Oder noch ein Heal. Oh mein Gott, er hat noch ein Lay on Hands. Er hat das komplette Heal irgendwie gezogen, das ein Draft war. Wir haben 8, 12, 14, 15 Schaden und einen zu wenig. Okay, ist das jetzt Heldenopfer? Vermutlich. Nee, dann ist es schon wieder dasselbe Spiel wie eben. Ja, aber warum soll ich was aufs Brett legen? Ich kann nächste Runde mit meiner Heldenfähigkeit finishen. Und für den Fall, dass er irgendwie doch die Möglichkeit hat, das Brett zu klären, wo kommt jetzt die 1 her? Grafikbug oder so. Ja, falls er irgendwie die Möglichkeit hat, das Brett zu klären und sich zu heilen, kann ich mir noch was nachlegen. Wo kommt die 1 hierher? Hallo? Das habe ich jetzt echt noch nie gesehen, so. Ja gut, ein alter Peacekeeper, was will er machen? Wenn er keine Heilung hat, rettet ihn das nicht. Ja, hat noch einen Segen der Könige. Schön für ihn. Gut gespielt. Ja, und da gibt er auch auf. Das Spiel war von Anfang an in unserer Kontrolle. Okay, ich muss auch zugeben, ich hatte Glück, dass ich beide Feuerbälle gezogen habe, als sie nötig waren. Das war einmal auf den Archon Protector, den er mit SDK gebufft hatte. Und noch den Guardian of Kings. Da muss ich wirklich sagen, da hatte ich einfach Glück gehabt.
Aber wir konnten durch unsere Damage Spells auch dann durchgehend die Board Control behalten und so den ersten Sieg mit diesem Deck einfahren. Und auch wie in der ersten Folge, da wir für heute leider schon wieder am Ende sind, würde ich euch darum bitten, Kritik, Anregungen oder auch was ihr gut fandet, auch in die Comments zu posten, sei es bei YouTube oder bei uns auf justblizzard.eu. Und auch mal eure Meinung, hättet ihr genauso gespielt wie ich, hättet ihr andere Züge gemacht, falls ihr jetzt noch nicht so erfahren in der Arena seid, könnt ihr auch gerne Fragen stellen, die ich dann versuchen werde, euch in den Kommentaren zu beantworten. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in dieser ersten Folge, auch in diesem ersten Match. Das war ja die zweite Folge schon des Arena Runs, aber das zweite Match erst. Auch wenn es jetzt nicht so ein aufregendes Match war, hoffe ich, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Ja, und morgen sehen wir uns dann zum zweiten Match in diesem Arena Run. Dann hoffe ich, bis morgen, euer Icarus.